13.000 Kilometer Autobahnen gibt es in Deutschland. Und ich bin heute auf einer unterwegs. Diese hier hat 6 Fahrspuren. Und hier gibt es im immer selben Abstand lauter weiße Streifen. Ich frage mich aber, wie kommen die da hin? Strich, Lücke, Strich, Lücke, Strich, Lücke. Ganz regelmäßig. Wie das gemacht wird, will ich heute herausfinden. Also treffe ich Winfried, Mario, Andreas und Peter. Mit ihnen darf ich heute Striche ziehen. Und dafür gibt mir Peter erstmal Sicherheitskleidung. Ich suche da mal eine Umkleidekabine. Okay. Wir sind mitten auf der Autobahn. Dieses Stück ist gerade gesperrt. Es ist alt, mit alten Strichen. Und daran schließt ein neues Stück Autobahn an. Aber noch ohne Striche. Deshalb machen wir die jetzt. Es geht los mit Kreide und Maßband. Okay, also 3,75, ja? Maurice legt das Maßband am Straßenrand an. Und wir messen 3,75 Meter ab. Denn so breit soll die Fahrbahn werden. Dahin kommt ein Kreidekreuz. Hab ich. Das machen wir alle 15 bis 20 Meter so. Immer 3,75 Meter abmessen und ein Kreidekreuz. Okay, kann weitergehen. So machen wir das. Die ganze, sehr, sehr lange neue Fahrbahn entlang. Danach kommen wir zurück zum Anfang. Genau die Mitte hab ich. Von der Mitte des alten Strichs aus spannen wir eine Schnur. Peter nimmt die mit. Und jetzt müssen wir ganz genau gucken, denn wir spannen die Schnur, dass sie exakt auf unseren Kreidekreuzen zum Liegen kommt. Und jetzt brauchen wir silberne Farbe. Maurice geht mit einem Pinsel und der Farbe an der Schnur entlang und malt Striche. Das sind aber noch nicht die Markierungsstriche. Wir zeichnen nur an, wo die später hinkommen werden. Wenn wir das über die ganze lange Fahrbahn gemacht haben, kommt diese Maschine ins Spiel. Die neueste Maschine, die wir haben. Die Maschine hat vorne einen langen Vorbau, in der Mitte 2 Sitze und hinten noch so eine Kiste dran. Mit diesem Rohr füllt Maurice erst einmal weiße, zähe Flüssigkeit in den Tank. Und in diesen kleinen Behälter kommt noch eine zweite Flüssigkeit. Peter fährt die Maschine an den Anfang unserer silbernen Farbstriche. Als nächstes zieht er dieses Teil seitlich raus mit einer Menge Schläuche obendran und einem Sprühkopf unten. Das macht er so, dass der genau über unserem gemalten Strich hängt. Gut. Und dann zieht er noch die ganze Fahrerkabine raus. Peter setzt sich auf den Sitz und ich stelle noch eine Stange ein. Noch ein bisschen? Ich schiebe sie genau über die Linie, bis Peter okay sagt. Okay. Mach fest. Von seinem Sitz sieht Peter das. Die Stange ist direkt über dem Strich. Und neben ihm ist der Strich unter dem Sprühkopf. Er startet die Maschine und fährt los. Und dann passiert Folgendes. Ganz vorne rollt ein runder Besen über den Strich und fegt Steinchen weg. Dahinter pustet ein Luftstrahl kleineren Staub fort. Und dann wird's weiß. Durch den einen Schlauch kommt die eine Flüssigkeit, durch einen zweiten die zweite und beide werden gemischt. Und das Gemisch wird auf die Straße gesprüht. Ein weißer Strich. Jetzt hört er wieder auf. Und der nächste. Wir sprühen ein paar erste Markierungen und dann darf ich mir das mal genauer anschauen. Peter, ist noch nicht trocken. Aber es ist auch keine Farbe. Was ist das? Das ist eine Art flüssiger Kunststoff. Ein flüssiger Kunststoff? Ah, und dafür braucht ihr diese beiden Flüssigkeiten, die ihr mischt, oder? Ganz genau. Die mischen wir zusammen und dann wird das ein fester Kunststoff und das härtet aus. Naja, aber es ist ja noch nicht hart. Wann wird es denn hart? Circa 15 Minuten. Nur 15 Minuten? Hm? Nur 15 Minuten. Die warten wir mal. Wir warten also 15 Minuten und dann der nächste Test. So, mal gucken. Ha, nix. Ha. Aber ich werde jetzt mal versuchen mit dem Schraubenzieher. Das ist richtig fest. Also das finde ich wirklich bemerkenswert, dass das so hart ist. Ja. Nach 15 Minuten. Und schneller. Beeindruckend. Ja. Okay. Jetzt mal die Länge nachmessen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Meter. Peter erklärt mir, dass die Länge der Striche mit dem Bordcomputer der Maschine bestimmt werden. Der Strich soll 600 cm sein. Also 6 Meter. Und die Lücke und Strich sollen 1800 cm sein. Also 18 Meter. Das heißt, 18 minus 6,
Die Lücke zwischen den Strichen ist immer 12 Meter. Ja. Weiter geht's. Die Maschine sprüht immer 6 Meter. Dann hört sie auf und sprüht 12 Meter lang nicht. Und dann fängt das Sprühen wieder an. Wieder 6 Meter. Dabei peilt Peter die ganze Zeit vorne den silbernen Strich an und neben sich, hier unter der Sprühpistole, damit alles ganz gerade wird. Und gerade ist es. Gucken wir uns das nochmal an. Zuerst kommt der runde Besen. Dann wird die Luft gepustet. Dann kommt der weiße Strich. Und Moment mal, da fällt doch irgendwas raus. So ein weißes, bröseliges Zeug. Bevor ich mir das jetzt genauer angucken kann, kommt hinter unserer Maschine noch eine zweite. Und so viel weiß ich schon, diese zweite Maschine braucht man nur für Striche auf der Autobahn. Andreas und Mario fahren unsere Striche nach. Das können sie, wenn sie nass sind oder trocken, das ist ganz egal. Auf jeden Fall aber lässt die zweite Maschine noch etwas auf unsere Striche fallen. Und zwar den gleichen flüssigen Kunststoff wie unsere erste Maschine. Nur diesmal in ganz dicken Tropfen, wie flüssige Streusel auf einen Streuselkuchen. Eine Flüssig-Kunststoff-Streusel-Markierungsmaschine also. Und auch hier, hinter den Streuseln, fällt dieses Zeug auf den Strich. Nochmal gucken. Streusel. Und das hier, sowas wie Brösel. So was das ist, das muss ich noch rausfinden. Aber jetzt haben wir uns erstmal das hier verdient. Bevor es weitergeht, machen wir erstmal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Brötchenpause ist vorbei und wir haben noch einige Kilometer vor uns. Also ziehen wir weiter fleißig weiße Markierungslinien auf der neuen Fahrbahnoberfläche der Autobahn. So sehen die fertigen Striche aus. Mit Kunststoffstreuseln und mit Bröselmaterial drauf. Um herauszufinden, wofür Streusel und Brösel gut sind, fahre ich zur Bundesanstalt für Straßenwesen. Hier werden Fahrbahnmarkierungen auf ihre Qualität geprüft. Hallo Maike, grüß dich. Hallo Johannes. Vielen Dank. Ich treffe die Ingenieurin Maike. Sie weiß alles über Fahrbahnmarkierungen und sie hat alle Arten und Formen von Fahrbahnmarkierungen hier. Es gibt nämlich sehr viele unterschiedliche. Solche mit unterschiedlichen Hubbeln, glattere oder auch ganz hubbelige. So ein ähnlicher wie unser Streuselbelag ist auch dabei. Wofür die kleinen Erhebungen gut sind, zeigt mir Maike mit etwas Wasser. Sie schüttet das Wasser drauf und das läuft langsam weg. Und auch wenn es noch in den Vertiefungen stehen bleibt, oben gucken die Streusel raus, wie viele kleine Inseln. Genauso auf der Autobahn. Wenn es da regnet, sickert das Regenwasser zwischen den Streuseln weg und sie gucken oben noch ein Stück raus, sodass der Autofahrer die weißen Streifen auch bei Nässe gut sehen kann. Genau dafür sind sie da. Und die Brösel, wofür sind die gut? Maike hat ein Ministück Straße so beschichtet wie unsere erste Maschine. Weißer Kunststoff mit Brösel. Das ist ein Gemisch aus dem und aus dem. Das sieht ja witzig aus. Das sieht aus wie Diamantenstaub. Das glitzert richtig. Ist aber? Das sind kleine Glasperlen. Kleine Glasperlen. Und das andere, das glitzert nicht? Nee, fass es mal an. Das ist härter. Das ist wie Sand oder ganz, ganz feiner Split, würde ich sagen. Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Das ist gebrochene Keramik. Gebrochene Keramik, also zerdeppertes Geschirr, ja? Ja, genau, so könnte man das sagen. Und wenn du hier durch die Lupe guckst, ja, dann kannst du hier auf der Markierung auch genau sehen, dass du da die Glasperlen und die Keramik findest. Tatsache. Die runden Glasperlen kann man super erkennen. Und die Keramik, das sind diese eckigen, kantigen Stücke. Aber wofür sind die da? Wenn du jetzt hier drüber fasst, dann kannst du das auch fühlen. Ja, das ist rau, ne? Genau. Und guck mal, Johannes, hier ist das gleiche Material noch mal ohne Brösel. Mhm. Oh, das ist glatt. Das ist richtig glatt. Und hier, wenn ich da drüber fahre, werde ich so gebremst, weil das fühlt sich eher an wie so Schmirgelpapier. Ja, und das ist, damit die Reifen nicht wegrutschen. Okay. Die Keramik macht den Streifen also rau und griffig. Und die Glaskügelchen, was machen die?
Maike gibt mir eine Taschenlampe. Damit kann ich leuchten wie ein Autoscheinwerfer. Sie macht das Licht aus und ich strahle mit der Taschenlampe. Und siehe da, sie leuchten. Die Glasperlen reflektieren das Scheinwerferlicht. So sieht man die Fahrbahnmarkierung perfekt im Dunkeln. Maike legt mir die Streuselprobe hin. Okay. Und die Streusel leuchten auch. Na klar, die werden ja auch oben mit Bröseln bestreut. Aber Maike, was ich mich frage, ich meine, das ist Glas und Keramik. Jetzt fahren da aber jeden Tag Tausende von Autos drüber. Wie lange hält das denn? Das kann ich dir hier zeigen. Als Antwort zeigt mir Maike eine riesige Maschine. Hier sind schon ganz viele Proben eingespannt und dazu kommt jetzt unser Stück mit den Bröseln drauf. So, und jetzt gehen wir wieder raus und dann zeige ich dir, wie sie sich dreht. Maike macht die Maschine an und die rollt los. Es ist sowas wie eine kreisrunde Straße im Labor. Pro Runde rollen 4 Reifen über alle Testplatten und natürlich auch über unsere. Dabei drücken sie genauso fest auf die Fahrbahnmarkierungen wie echte Autos. Ab und zu regnet es sogar, also aus einer Wasserleitung, damit es so ist wie draußen. Für einen guten Test braucht es 1 Million Reifenüberrollungen. Das dauert ziemlich lange. 4 Tage, 3 Nächte? Ja. Dann Prost, Maike. Prost. Also abwarten und Tee trinken. Danach gucke ich noch mal mit der Lupe. Sieht fast aus wie vorher. Die Glasperlen und Keramikstückchen zerbrechen nicht, aber ein paar von ihnen fehlen. Hier zum Beispiel eine Glaskugel oder hier ein Stück Keramik. Ich habe das Gefühl, da ist kaum was kaputt gegangen. Ja, genau so soll es sein. Weil es so viele kleine Sachen sind, geht da nicht so viel kaputt und deswegen halten sie es aus. Das hätte ich nicht gedacht. Was also müssen Fahrbahnmarkierungen alles können? Sie müssen gut sichtbar sein, auch nachts. Sie dürfen nicht rutschig sein. Sie müssen Regenwasser gut ableiten und möglichst lange halten. Maike, vielen Dank dir. Und vielen Dank an unser Fahrbahnmarkierungsteam, vor allem, dass wir euch über die Schulter gucken durften. Tschüss! Und bis zum nächsten Mal.